Learn German mit Anja! Hallo alle zusammen! Heute sprechen wir über den Dativ. Today we talk about the Dative. Der Dativ ist einer der vier deutschen Fälle. Ja? The Dative is one of the four German cases. Der Dativ. Und wir fangen an. Let's start. Der Dativ ist das indirekte Objekt des Satzes. The Dative is the indirect object of the sentence. Und als Beispiel, as an example, ja, you know, der Mann, the man, der Mann is masculine, no? In the nominative, it's just der Mann, if it's the subject. So, but now, oh, Achtung, Achtung, attention, attention. In diesem Satz, in this sentence, it changes to dem Mann. Ich helfe dem Mann. I help the man. Ja? Ich helfe dem Mann. You see, der Mann changes to dem Mann. Und warum? Why? Because it's in the dative. Und warum? And why is it in the dative? Because it's after the verb helfen. Yeah, this is one of the easy ways to know if it's dative or accusative. You have a look at the verbs and the prepositions. Und helfen ist ein Verb, was den Dativ verlangt. Yeah? And to help is a verb which demands the dative. Alles klar? Super! Und jetzt schauen wir uns alle bestimmten Artikel im Dativ an. Okay, now we will have a look at all the definite articles. So, du siehst links, ja, on the left side. Der ist männlich, masculine. Die ist weiblich, feminine. Das ist sächlich, neuter. And die, again, is in the plural. Ja? Und der bestimmte Artikel im Dativ. Der changes to dem, dem Vater. Yeah, what we just had. Yeah? Ich helfe dem Vater. Now, this is something very confusing for beginners. Yeah? Das ist sehr verwirrend für Anfänger. Die wird zu der. Die becomes der. So, for example, die Mutter becomes der Mutter. It's really confusing for beginners, but if you ever see der Mutter, you might think, oh, is this a mistake? You know, der Mutter, it should be die Mutter. No, it's probably in the dative, ja? Yeah? Es ist wahrscheinlich im Dativ. So, zum Beispiel, you would say, ich helfe der Mutter. I help the mother, ja? Yeah? I help her doing something in the household or wherever. So, und das changes to dem, just like there. Und die in the plural changes to den. Okay, ich helfe den Eltern. I help the parents. Und underneath you see here, endet der Plural nicht auf S oder N, hängen wir im Dativ N an den Plural. So this means here, for example, you see, in the nominative, it's also die Eltern with an N at the end. Yeah? So you don't have to add another N, because there is already an N. So you just say den Eltern. But now in the Übung, in our exercise, you will see what I mean with this. So, okay, wir machen eine Übung. We do an exercise. Übung! I help the man. What we just had is das Gleiche. It's the same. Ich helfe. Der Mann changes to dem Mann. Ich helfe dem Mann. I help the man. Ich helfe, I help the woman. Die Frau, this is the funny thing, you remember? Ich helfe die Frau, ich helfe der Frau. And I help the girl, yeah? And the nominative is das Mädchen, the girl. It's neuter. You remember? Because of the chen at the end. The chen, it makes it small. And nouns that end with chen are always das, yeah? Are always neuter. That's why it's das Mädchen in the nominative. And in the dative, it's dem Mädchen. Ich helfe dem Mädchen. I help the girl. Und the people. Yeah, there are many ways to say people. In this case, let's just use Leute. Die Leute in the nominative. So, what does it change to in the dative?
Ich helfe den, and now you have to add an N, den Leuten. Yeah, this is the little sentence I showed you under the table. If it doesn't end with N or S, you add another N. Ich helfe den Leuten. Ja? Cool. Wir machen die Hausaufgabe. We do the homework. Du schreibst die Lösung in die Kommentare. You write the solution in the comments. Ja? So, ich glaube, das ist ziemlich einfach. I actually think this is pretty easy, no? But it's just to get used to the dative. Und in den nächsten Videos sprechen wir über noch mehr Verben. Ja? We will talk about more verbs mit dem Dativ und über Präpositionen und so weiter. And about prepositions and so on. Alles klar? Gut, mach deine Hausaufgabe. Do your homework. Tschüss!